Herzlich willkommen zu einer neuen Meditation und weiter geht es mit der Reise durch das Tarot, durch die großen Arkana des Tarot. Und heute habe ich die Karte Nummer 1, also den Magier, vorbereitet. Und wenn man sich die Karte anschaut, dann sieht man, am Tisch dieses Magiers sind ja alle Symbole des Tarots versammelt, die Münzen, die Kelche, die Schwerter, die Stäbe. Und gerne wird die Karte einmal gesehen, ja, der Magier, das wäre ja so, das wäre ja ganz toll, wenn ich das wäre. Aber die Eins spricht immer für einen Neubeginn, für einen weiteren Aufbruch. Und wenn man sich das so vorstellt als ein Lebensrad, das Tarot und auch das Leben an sich, dann haben wir immer wieder diese Neubeginne, wo es eben darum geht, die Talente, die wir gesammelt haben, die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, so zu verorten und einzureihen, dass wir etwas Neues damit machen. Und zwar nicht, dass wir sagen, ich muss noch etwas Neues lernen, sondern ich mache jetzt mit dem, was da ist, ich forme jetzt mit dem, was da ist, etwas Neues und lasse die Energie wieder, starte neu durch, wenn du so möchtest. Also Neubeginn heißt ja immer auch durchstarten und ja, und deshalb machen wir heute mal eine Durchstarten-Meditation. Das ist auch für dich geeignet, wenn du sagst, ich hänge irgendwo fest, ich möchte in irgendeinem Aspekt meines Lebens da wieder einen neuen Schwung reinkriegen. Ich möchte etwas neu formen, neue Projekte angehen, neue Erfahrungen machen, dann ist das natürlich so diese richtige Energie. Und der Magier erinnert dich eigentlich auch daran zu sagen, hey, du hast schon alle Talente in dir gespeichert. Also da geht es nicht mehr darum zu sagen, du musst jetzt was Neues lernen. Das passiert dann auf der Reise, wenn ich das Neues beginne, lerne ich auch automatisch Neues. Aber der Neubeginn wird nicht bedingt von dem, dass ich sage, lerne jetzt zuerst was, sondern lege einfach mal los. Und das ist, denke ich, auch so der Startschuss, der sehr gut auch in unsere Zeitqualität passt. Also, ich wünsche dir jetzt mal viel Freude mit der Meditation zum Magier. Schließ bitte einfach mal deine Augen und atme dann mal tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief ein. Und wieder aus. Und mit jedem Atemzug erlaube dir, dass du dich mehr und mehr entspannst und mehr in diesen Moment eintauchst. Und du kannst in diesen Moment eintauchen, indem du dich jetzt einfach mal auf dein Gesäß konzentrierst. Konzentriere dich einfach mal auf dein Gesäß, auf deine Füße, die den Boden berühren. Und erlaube dir, dein Fundament wahrzunehmen. Und dieses Fundament, das ist jetzt wie Wurzeln, das gibt dir eine Basis, eine Stabilität. Und diese Stabilität, diese Wurzeln, dieses Fundament basiert auf all deinen bisherigen Erfahrungen, all deinen Lernaufgaben, die du gemeistert hast, alles, was du hinter dir gelassen hast, das ist dein Fundament. Und dieses Fundament belastet dich nicht, sondern es unterstützt dich. Und lass gleich mal den Satz in dir wirken, meine Vergangenheit belastet mich nicht, sie unterstützt mich, sie trägt mich, aber sie belastet mich nicht. Meine Vergangenheit unterstützt mich, trägt mich, ich baue darauf auf, ohne Last und ohne an der Vergangenheit zu haften. Die Vergangenheit haftet nicht an mir,
und ich hafte nicht an der Vergangenheit. Die Vergangenheit haftet nicht an mir und ich hafte nicht an der Vergangenheit. Und du spürst jetzt, dass du auf deiner Lebensreise bereits viele Talente gesammelt hast. Talente, die nicht nur aus diesem Leben kommen, sondern auch Talente, die du von früher in dir trägst, die du dir über Zeit und Raum aktivieren konntest. Und du erlaubst dir jetzt, dieser Talente bewusst zu werden. Und dein Bewusstsein wird aktiviert, indem du dir jetzt über deinem Kopf, deinem Kronenchakra, eine liegende Acht vorstellst. Stell dir einfach mal eine liegende Acht über deinem Kronenchakra vor. Das Zeichen für Ewigkeit, ewigen Fluss, ewige Bewegung. Und dieser Fluss, diese Bewegung öffnet deine Energie, öffnet dein Energiefeld nach oben hin. Und in dieser höheren Schwingung erlangst du Klarheit. Klarheit über all deine Talente. Und erlaube dir jetzt mal, diese Klarheit zuzulassen und deine Talente zu betrachten. Und geh da ganz bewusst in dich und erlaube dir, deine Talente wahrzunehmen. Ich bitte jetzt um Klarheit, meine Talente wahrzunehmen. Und es gibt Talente, die sind vielleicht im Manifestieren da, in der Erdung da. Dann gibt es Talente, die sind im Impuls da, neue Energien zu schaffen, in Visionen. Dann gibt es Talente zu fühlen, erfüllt zu leben und sich in sich selber einfühlen zu können. Und dann gibt es auch das Talent, ganz klar zu trennen, zu unterscheiden, zu analysieren. Und du lebst alle diese Talente in unterschiedlichen Gewichtungen. Aber du lebst sie in einem Mix, in einem Talentemix, der dich selber unterstützt. Und sprich nun einfach mal in dir, ich erlaube mir, Kontrolle über mein Leben. Ich erlaube mir Kontrolle über mein Leben. Ich erlaube mir die Beherrschung meines Selbst. Und ich erlaube mir, alle meine Talente zu 100% zu meinen Gunsten zu nutzen. Und wenn ich so übervoll bin, so im Fluss bin, kann alles, was aus mir fließt, auch meinem Umfeld dienen. Kann Menschen inspirieren, wenn du möchtest, kann Menschen helfen und unterstützen. Aber es beginnt mit dir und deiner Erfüllung und deinem Vertrauen
in dich und deine Talente. Und erlaube jetzt mal diesen Fluss der Talente zu spüren und auch den Überfluss der Energie, aus dem deine Talente kommen. Spüre ganz klar dein Fundament. Und deine Talente und die Kraft und Energie, die durch dich hindurch fließt. Und du kannst dir jetzt vorstellen, dass dein Zustand ungefähr so ist wie ein Auto, wo man zwar schon voll getankt hat und vielleicht auch schon Gas gibt, aber noch keinen Gang eingelegt hat. Und dieser Gang, diese Bewegung darf sich jetzt auch manifestieren, und zwar das Tor zum Neubeginn. Stell dir mal vor, eine Türe, eine weiße Türe, weiß, weil sie neu ist, weil sie unbefleckt ist, Neubeginn. Und erlaube dir diese Energie des Neubeginns einfach mal ein bisschen zu spüren, ein bisschen wahrzunehmen. Die Tür oder das Tor, wo Neubeginn draufsteht. Eine strahlende, weiße Energie. Und jetzt atmest du mal tief ein. Und wieder aus. Und nun erlaubst du dir, dieses Tor, diese Türe, diese Pforte aufzumachen. Und spüre, wie dich die Energie des Neubeginns umspielt und fängt und dich nach vorne treibt. Und schau mal, was da vorne ist in dieser Energie des Neubeginns. Was kannst du da wahrnehmen? Eine neue Berufung vielleicht, ein neues soziales Umfeld, neue Kontakte. Alles neu. Und auch wenn du keine konkreten Bilder hast zu diesem Neubeginn, du spürst die Energie, die durch dich hindurch fließt, die diese Sogkraft hat, die dich weitertreibt, nach vorne treibt. Und wo du wirklich spürst, ja, das ist passend für mich. Ja, da fühle ich mich wohl. Ja, da möchte ich hin. Spür die Magie dieser Energie und spüre, wie dein Fundament dich trägt und spüre, wie du auf der Reise zu diesem Neubeginn bist. Dies ist ein Neubeginn deines Verstandes, deines Herzens, deines sozialen Umfelds, deiner Instinkte. Ein Neubeginn für deinen Körper. Ein Wandel von alten Themen. Du bist umhüllt von dieser hellen, strahlenden Neubeginnsenergie.
spürst sie, wie sie durch deinen Körper fließt und nimmst sie auf mit jeder Pore deines Daseins und atmest nochmal tief ein und wieder aus und streckst dich durch und spürst jetzt, dass du diese Energie des Neubeginns verinnerlichst. Neue Gedanken, neue Gefühle, neue Erfahrungen auf allen Ebenen deines Daseins. Ja, jetzt ist es so. Erlaube dir, das nochmal zuzulassen. Ja, jetzt ist es so. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Und bedankst dich einmal bei dieser belebenden Kraft. Und spüre es mal und sag nochmal Danke an die geistige Welt, die dich unterstützt hat während deiner Reise. Danke den Bildern des Tarot. Und dann bewege deinen Körper, atme nochmal tief ein und wieder aus, streck dich durch und komm genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt zurück. Zu deinem Fundament, wo du gestartet bist, zu deinen Füßen, deinem Gesäß. Du bewegst dich jetzt nochmal durch und wenn du das Gefühl hast, dich wieder gut spüren zu kommen, dann kommst du ganz ins Hier und Jetzt zurück und fühlst dich klar und entspannt. Ja, öffne deine Augen und komm ganz ins Hier und Jetzt zurück. Wie ist es dir bei der Meditation gegangen? Schreib es mir gerne in die Kommentare und wie immer, lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, teile das Video, wenn du jemanden kennst, der auch durch das Tarot reisen möchte und schau gerne mal auf meiner Homepage vorbei, schau dir die neuen Kurse an und ich freue mich natürlich immer, wie gesagt, über Kommentare und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliver Reni. Tschüss, bis nächstes Mal. Thank you.